Diese Männer beladen gerade ein Auto, als sie plötzlich einen Container mit einem gefährlichen Virus fallen lassen. Aber aus Angst, ihren Job zu verlieren, sagen sie niemandem Bescheid und heben den Container heimlich auf. Kurz darauf kommt ein Hund vorbei, der die Pfütze für Wasser hält und daraus trinkt. Ein Sicherheitsbeamter sieht das und wirft einen Stein auf den Hund, um ihn zu vertreiben. Als der Sicherheitsbeamte abends nach Hause geht, taucht derselbe Hund vor ihm auf. Aber diesmal hat er rote Augen und sein Körper ist mit Blut bedeckt. Der Sicherheitsbeamte bekommt Angst und bewirft den Hund erneut mit einem Stein, aber diesmal rennt der Hund nicht weg, sondern greift ihn an. Später kehrt der Mann nach Hause zurück und fängt an, Wildhühnchen zu essen. Seine Frau bemerkt seine Wunde und fragt ihn, was passiert ist, aber der Mann gibt keine Antwort. Dann sagt sie, dass er wie ein Schwein ist, was ihn sehr wütend macht. Plötzlich springt er auf und beißt seine Frau in den Hals. Sofort nimmt die Tochter eine Bratpfanne zur Hand und beginnt, ihren Vater damit zu schlagen. Sie schafft es, den Vater im Zimmer einzusperren, aber er schlägt heftig gegen die Tür. Deswegen verbarrikadiert sie das Zimmer und versucht, ihre Mutter aufzuwecken, aber sie ist schon tot. Sie will gerade die Polizei anrufen, als plötzlich ihre Mutter wieder lebendig wird.